inspiration acquired author's thoughts? Oh. Wir haben jetzt Loadouts vorgeschrieben bekommen. Damit wir wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren können. Aber ich wüsste gern, was jetzt dieses... Ich habe doch gerade irgendwas eingesammelt. Aspect of the Trickster Assassin. Aspect of the Elementalist. Increases Elemental Power by 30%. Status Power, Ardor Power. Oh, ich würde das gern hier lesen. Oder was auch immer ich da gerade eingesammelt habe. Path of Innovators. Inspiration gained by finding new entries of the Compendium can be spent in the Path of Innovators to unlock powerful perks and can, that can be slotted in any mask. Ist es das, was ich gerade... Killing an enemy increases your luck for a while. Ich habe 16 Punkte. Upon casting the mask, line equipped in slot 4, your weapon is briefly infused with Malano. Your Ardor power is greatly increased. Additionally, each time a mask line is used, there is a smaller chance of instantly charging up of one of them. Dealing damage with a weapon attack causes the enemy to suffer additional damage over time. Das möchte ich haben. Dealing damage to an enemy whose health is below a certain threshold instantly kills it. Said threshold is lower, the stronger the enemy. Okay. Your elemental power and status defense are massively increased. Ja, massively increased klingt gut. Das war hier, ne? Wenn ich L gedrückt habe. Okay, aber das ist immer noch nicht das, was ich... Ich wollte eigentlich was lesen. Path of Assassination. Upon dealing damage, your stamina regeneration is briefly increased. Your status power and the damage dealt by finishing attacks are increased. When your health is above a certain threshold, your physical defense is increased. Aspect of the Bruiser. The collective experiences of a renowned warrior increases maximum health. Wie war das jetzt? Kann ich das hier auch festlegen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, das hängt mit der Maske zusammen, ne? War das so? Weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich finde es gerade sehr interessant, das Spiel, bis jetzt. Aber die Gegner waren auch noch okay, machbar. Wie gesagt, das ist ein Action-RPG Souls-like. Aber bis jetzt gefällt es mir tatsächlich, muss ich sagen. Auch allein optisch. Ich mag das Menü sehr. Sehr, sehr. Und das hier ist wahrscheinlich so ein Reality-Not, oder wie das hieß. Warte, wie kann ich das, wie konnte ich den Loadout nochmal ändern? Ich habe schon wieder die Steuerung vergessen. Help me. Konnte ich das jetzt überhaupt ändern? Ich weiß. Oder konnte ich das nur hier ändern? Nee, ich kann das auch hier ändern. Oh no. Ach, nach unten drücken. Switch Loadout. Okay. Ja, hier möchte ich sein. Süß wie die Federn an seinem Hut.
Wedeln. Corda risonante. Okay, hier können wir... Kann ich das jetzt hier... Ah, jetzt kann ich die Dinger hier ändern. Okay, ja, das hieß es ja auch, ne? Dass ich das ändern kann. Okay, hier kann ich auch... Level up! Okay. Ich kann hier und hier... Okay, und für ein drittes Level reicht es nicht ganz. Ich brauche 488 Memoria und habe dann aber nur noch 475, wenn ich die zwei Dinge level. Aber okay, ich habe ein bisschen mehr Leben und meine Stamina auch verbessert und Verteidigung und Angriff. Ich denke, das ist für den Anfang ganz okay. Bestätigen. Fast Travel. Okay. Hier gibt es dann wahrscheinlich eine Liste aller... Ich nenne es jetzt einmal Gnaden. Oder Reality Knots. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Knoten. Die werden hier wahrscheinlich dann aufgelistet sein. Ich bin auch gespannt, ob wir ein bisschen was von der Map sehen werden. Bisher gibt es, glaube ich, noch keine. Ich würde mir vorstellen, hier laggt es gleich ein bisschen. Field of Beginnings. Geht da. Das ist sehr schön. Oh, wenn das Spiel einfach so schön bleibt. Und die Gegner nicht super duper duper übermäßig hammer doll schwer werden. Bin ich gerade sehr verliebt in dieses Spiel. Ich bin froh, dass ich die Demo gerade spiele. Oh ja. Das ist ein Spiel für mich, wenn das nicht so schwer wird. Wie... Schön. Are you bad? Are you bad? You wanna fight? There's loot. Da wo loot. Aber auch oft Gegner. Und was? Was soll das? Wusste ich nämlich. Inspiration acquired. Kill one towns. Oh. Ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen. Das war dieses komische Geräusch. Ich habe mich gerade gewundert. Was das Geräusch war. Aber dann habe ich einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und ich finde es übrigens cool. Ich glaube, da rechts oben, wo jetzt die 505 steht, über diesem Symbol ist ein kleiner Punkt. Ich glaube, das bedeutet, oder das zeigt uns an, dass wir leveln können. Ich weiß, Vergleiche sind immer doof, aber bei Elden Ring wird dir das halt nicht direkt angezeigt. Entweder du merkst ja, wie viele Runen du brauchst, oder setzt dich halt an die Gnade und guckst, ob es reicht. Aber ich glaube, hier kriegst du es einfach direkt angezeigt. Dass ich gerade leveln kann. Rein theoretisch. Hab immer noch keine Map entdeckt. Oh nee, nicht zwei auf einmal. Den anderen anvisieren, danke. Kann ich den blocken? Au. Au. Oh. Ich habe ihn verwirrt.
Ich habe ihn verwirrt, indem ich um ihn herum gejumpt bin. Und dann ist er einfach direkt, war direkt gestaggert. Die Flamme ist aber anscheinend kein Loot. Okay. Wir können ja nicht die Sachen kaputt machen. Warte. Und da bin ich gekommen, nicht wahr? Da ist Wasser. Hallo! Da ist einer mit einem großen irgendwas. Da oben kommt einer mit einer Fackel und da oben steht auch noch einer. Nicht alle auf einmal. Dann geht es nämlich schief. Okay, dieses komische Geräusch ist vielleicht doch eher das Geräusch für... Oh! Jetzt bin ich jetzt aber ein bisschen erschrocken, ne? Habt ihr das gemerkt, dass ich erschrocken bin? Boah, nicht hier runterfallen, bitte. Warum leuchte ich? Ach so, weil ich Fähigkeiten fertig habe. Also, könnt ihr jetzt hier oben den? Rein theoretisch. Oh, der wirft mit Pech. Nicht gut. Schade. Inspiration acquired. Ich habe wieder Haufen Fähigkeitspunkte, aber hier ist gerade nichts. Ich würde gerne ja auch uns fällt. Ich habe gerade keine Gnade. Die machen schon auch ein bisschen Schaden. So ist nicht. Das hier könnte fast schon ein Miniboss-Arena sein. Ja? Ist ja jetzt ein bisschen geprägt. Shadow of a Miserable Memory. Ich weiß nicht, ist der böse? Autsch. Okay, das ist tatsächlich, ich glaube, ich werde sterben. Der macht richtig Aua. Ich habe auch keine Heilung mehr übrig. Ich bin gegen den Tisch. Kante knallt. Das Ausweichen ist schwierig, weil du weichst nur im Kreis um den Gegner herum aus.
kriegst schwer Abstand. Also es ist nicht unmöglich, aber schwer. Oh, die ganze Zeit die falsche Taste. Ich wollte mit der Ausweichentaste angreifen. Okay. Jetzt müssten auch die anderen Gegner ja eigentlich wieder da sein, nicht wahr? Und ich habe natürlich alle meine... Memorias verloren. Okay, hier ist ein Unterschied tatsächlich. Ja, Vergleich, ich weiß, bei Elden Ring. Wenn ich gerade nicht im Kampf bin, verliere ich auch keine Stamina, wenn ich renne. Hier geht meine Ausdauer runter, sobald ich sprinte. Ich dachte, ihr geht vielleicht eine größere Runde. Muss ich euch beide nochmal kämpfen, ja? Au. Au. Ich hänge. Jetzt sind meine Memorias weg. Weil ich sie nicht eingesammelt habe. Okay, aber ich habe auch noch keinen Kompass. Ich denke, den kriegen wir, wenn wir eine Map haben. Ich hätte mir jetzt merken müssen, wo meine Memorias liegen. Ich glaube, ich lock die wieder hier hinter. Oder ist auch noch so ein großer, ne? Aber nicht hier vorne. So sieht es also aus dann. Da ist einfach nur ein weißer Fleck auf dem Boden. Schon wieder. Möchte bitte den anderen anvisieren, Spiel? Na, jetzt den. Jetzt hat besser funktioniert. Ich glaube, ich werde jetzt aber noch nicht wieder dorthin zu dem Typi gehen, weil... Oder ich gehe mal gucken. Nicht, dass es hier anders ist und meine Memorias hier irgendwie liegen, aber ich glaube nicht.